Wer oder was, besser gesagt, ist dein fußballerisches Vorbild und warum? Also fußballerisches Vorbild habe ich eigentlich nie ans gehabt. War immer Manchester United Fan. Das ist ja die große Mannschaft gewesen zu meiner Zeit. Aber fußballerisches Idol habe ich eigentlich keins gehabt. War immer schon ein Kindheitstraum, Fußballer zu werden? Natürlich, es war immer mein Hobby. Also ich habe von Kind auf Fußball gespielt. Ich wollte immer Fußballprofi werden. Dass es so in Erfüllung geht, hatte ich mir selber nie gedacht. Aber bin froh, dass es so gegangen ist. Gab es eigentlich nie einen Plan B? Plan B, ja, BDV-Technik gelernt, ganz normale Lehre gemacht, habe halt nebenzu Fußball gespielt, ja, und dann ist die Entscheidung gekommen, dass ich Fußballprofi wäre. Was würdest du als deine Stärken titulieren? Auf alle Fälle die Schnelligkeit, gutes Auge für Mitspieler und ja, die Freundlichkeit. Deine Schwächen? Die Schwächen, ja, Technik ein bisschen zu verbessern, das wird natürlich klar sein. Man will sich immer weiter verbessern. Eine Traumliga. Puh. Ja, natürlich Premier League, Deutsche Bundesliga, Serie A zähle ich auch noch dazu. Ein Traumclub, eventuell auch. Ja, wie gesagt, Manchester United, und natürlich auch Premier League Clubs, also die ganzen Top-Vereine. Dein bisher emotionalstes Spiel. Puh. Emotionalstes Spiel war für mich erstes Pflichtspiel für Altach. Das war Europa League Qualifikation in Georgien. Da bin ich gerade frisch zu Altach gekommen. Habe da mein erstes Pflichtspiel abgelegt und ja, habe gleich einen Assist gemacht. Ein Sportler, mit dem du gern einen Tag tauschen wollen würdest. Roger Federer. Warum? Ja, weil ich Tennis gern schaut, und ja, sehr, sehr, sehr interessante Sportart. Das braucht der österreichische Fußball. Puh, das ist eine schwierige Frage. Ja, ich glaube, wir haben eigentlich alles in der Liga. Qualität stimmt auch zurzeit. Ja, bin froh, dass ich da spielen kann. Der Mannschaftskollege mit dem besten Kleidungsstil. Sage jetzt einmal Marco Meilinger. Warum? Ja, er hat sehr viele Sachen. Er kleidet sich gut und ja, er macht auch super Fotos damit. Und der Kollege mit dem schlechtesten Kleidungsstil? Puh, ist schwierig zu sagen. Gibt viele in unserer Mannschaft, die was nicht so einen guten Kleidungsstil haben. Ja, will es auch kann also vorstellen, es seien viele Den besten Trainer, den du jemals hattest. da. Ja, es ist schwierig, es sind viele, viele gute Trainer dabei gewesen. Ja, es sind eigentlich alles gute Trainer gewesen. Kommen wir ein bisschen zu Fragen abseits vom Fußball. Dein Lieblingsessen? Rindfleisch mit Gemüse. Traumreiseziel? Malediven. Hast du ein Haustier? Nein, zurzeit nicht, aber zu Hause, also wo ich herkomme aus Tirol, da habe ich eine Katze. Aber es bei mir daheim noch nichts. Also Team Katze anstatt Hund. Beides. Was machst du in deiner Freizeit außer Fußball? Gibt nicht mehr viel. Ein bisschen wandern, ein bisschen, ja, ein bisschen zocken, also PlayStation spielen. Ja, das war es eigentlich schon. Social Media ist für mich. Sehr, sehr wichtig. Ja, in der heutigen Zeit muss man Social Media extrem ernst nehmen. Man kann viel daraus machen und bin froh, dass es gibt. Ligaportal. Super Plattform. Alltag ist. Mir in die letzten Jahre ans Herz gewachsen. Bin jetzt seit 2,5 Jahren da, fühle mich pudelwohl da und bin froh, dass ich da bin. Danke.